Staatstrauer, die der Herr Präsident angeordnet hat, eine Geste der Ehrfurcht, aber auch ein Zeichen der Scham darüber, dass eine so ungeheuerliche Tat in unserer Zeit und unter unseren Augen möglich war. Ich frage mich und euch, sind wir frei von Schuld? Gewiss. Es waren Verbrecher oder Wahnsinnige, die den Sprengstoffanschlag verübten und damit 60.000 unserer Brüder und Schwestern den endgültigen Tod preisgaben. 60.000 Mitmenschen, die uns vertraut haben und die hoffen, eines Tages Heilung zu finden. Dieser Hoffnung wurden sie in dem Augenblick beraubt, da das Ziel endlich in greifbarer Nähe lag. Dank der Genialität eines großen, libertanischen Arztes. Verbrecher oder Wahnsinnige? Ich frage Sie, können es nicht auch Irregeleitete gewesen sein? Darf es keine Toleranz gegenüber den Intoleranten geben?
Als Premierminister dieses Landes versichere ich euch, ihr Toten, vor denen wir uns in Ehrfurcht neigen, ihr sollt nicht umsonst gestorben sein.